Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Baby Girl Baby Haul. Ihr wisst ja, dass aus unserem 99%igen Jungen ein Mädchen geworden ist. Und ich konnte es mir einfach nicht nehmen und noch ein paar rosa Sachen shoppen. Ich habe ja schon zwei Jungs-Hauls gedreht. Die lasse ich auch auf YouTube online, dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen. Und ganz, ganz viele Sachen haben wir natürlich auch aufbewahrt für unser Mäuschen. Tatsächlich konnte ich es mir, wie gesagt, aber nicht nehmen, noch ein paar rosane Sachen zu kaufen. Und natürlich kam auch noch allgemein einiges dazu. Und ja, das seht ihr jetzt alles in dem Video hier. Und ich denke, es wird auf jeden Fall auch noch einen weiteren Teil geben. Einfach weil wir viele Sachen haben, wo der Name draufsteht. Der Name ist aber noch nicht bekannt. Und dementsprechend zeige ich euch die Sachen natürlich noch nicht, aber das kommt dann alles, wenn der Name bekannt ist. Ja, ich würde sagen, wir starten und wir fangen an. Ich verlinke euch natürlich alles, was ich finde, unten in der Infobox. An Klamotten habe ich tatsächlich das meiste oder alles, was hier liegt, gebraucht gekauft bei Vinted und habe da mega Schnäppchen gemacht. Ein paar Jungs-Sachen habe ich auch schon bei Vinted verkauft, also eigentlich fast alles. Und falls ihr da noch vorbeischauen wollt, verlinke ich euch meinen Vinted-Account unten in der Infobox. Da kommen immer ganz, ganz viele Sachen online. Und genau, jetzt würde ich sagen, legen wir los. Als allererstes habe ich ein Paket bei Lulalove bestellt. Ich habe euch die Firma ja schon mal das letzte Mal vorgestellt in den letzten Hauls und da war natürlich alles blau und jetzt musste ich unbedingt noch so eine wunderschöne Strickdecke, Merino Babywollen Strickdecke in rosa haben. Das hier ist einmal das Logo von der Firma, wie gesagt, ich verlinke euch das auch nochmal in der Infobox. Und das ist so eine richtig schöne altrosa Strickdecke aus Merino Wolle, die sind super weich und super angenehm. Und ich liebe die und ich habe mich hier, wie gesagt, einmal für noch eine rosa entschieden, weil, wie gesagt, bei der letzten Bestellung war ja alles blau. Und auch von Lulalove noch einmal ein rosa Pucktuch. Auch das habe ich ja in blau bestellt gehabt und jetzt habe ich das einmal nochmal nachbestellt in rosa. Genau, das ist ein richtig großes Musselintuch zum Pucken und wir wollen ja, wie gesagt, ein bisschen mehr pucken und deswegen genau, habe ich ja hier einmal ein rosanes bestellt. Dann habe ich ein Babynestchen bestellt. Ich liebe die Teile, ja. Die waren bei Lia. Also wir hatten bei Lia zwei Stück. Eins im Beistellbett, eins unten im Wohnzimmer in dem Laufgitter. Und es war einfach Gold wert. Das war so schön. Und ich habe mich hier für ein sehr kleines entschieden. Also es ist wirklich super mini. Aber man kann das unten auch noch aufmachen. Aber jetzt in dieser Position, so wie es geknotet ist, ist es sehr, sehr klein und sehr mini. Und das finde ich so schön, weil das halt für den Anfang super toll ist, weil die Kleinen da halt wirklich ganz eingekuschelt drin liegen. Und wenn ich die Kleine dann einpucke, dass sie dann da drinnen liegt und ja, schlafen kann. Und das habe ich jetzt extra fürs Schlafzimmer besorgt. Das ist halt ja, nicht ganz so rosa, sondern sehr neutral. Hat da hier einmal so ein Blumen- oder Sträucher-Pflanzenmuster. Finde ich richtig schön in so einem Aquarellgrün. Und der Rest ist halt eben weiß. Genau, und das passt super bei uns ins Schlafzimmer. Und das soll dann eben, wie gesagt, ins Beistellbett kommen. Weil das war bei meiner ersten Tochter auch wirklich Gold wert. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Das ist ein Instagram-Shop. Und die hat jetzt gerade ganz neu angefangen. Und ich finde ihre Arbeit so schön. Und das Kissen finde ich, das Nestchen finde ich so schön, weil es so weich ist. Also so, das lässt sich so schön knautschen und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die Kleine da wirklich gerne drin liegt. Genau, passend dazu gab es noch einmal so einen Greifring hier. Auch in dem gleichen Stoff, hier mit so einem Herzchen dran und noch eine Mütze. Schon richtig süß, wenn sie da mit der Mütze da drinnen liegt. Kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Genau, verlinke ich euch, wie gesagt, einmal in der Infobox. Das richtig süße Nestchen, ich bin da so verliebt drin, weil das ist so weich und ach, ich schwärme, ihr merkt das. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit ein bisschen Kleidung. Und zwar bin ich im Moment total verliebt in gestrickte Sachen. Und ich kann mir das so gut vorstellen, dass die kleine Maus, wenn die kleine Maus es anhat, und ich glaube, das steht ihr so gut. Und ich habe mir hier einmal so ein paar Schüchen, zwei Schüchen stricken lassen.
Einmal in so einem Grau. Und es sind so kleine Ballerina hier hinten so mit Rüschen dran. Oh Gott, das ist so niedlich, ne? Verlinke euch auch in der Infobox, ist auch ein kleiner Instagram-Shop. Und dazu diese Mütze hier mit den Bömmels. So rum gehört sie. Lia hat da noch ein passendes Halstuch zu. Ein Haarband. Und ich finde die so süß. Also ich liebe solche Sachen gerade, ne? Also ich bin total verliebt in so gestrickte Sachen. Und da habe ich auch noch einiges mehr bestellt. Also im nächsten Haul seht ihr davon auf jeden Fall noch mehr. Genau, verlinke ich euch auch in der Infobox. Dann habe ich, wie gesagt, ganz viel bei Vinted gekauft. Einmal so ein Strampler von Steif ist der. Hier hinten ist der Teddy drauf. Der ist schon in 62. Genau, den fand ich auch mega süß. Der war in so einem großen Paket dabei. Dann habe ich ein Set gekauft von H&M, auch von Vinted. Ist das einmal, genau, so ein Body. Der soll eine 62 sein, aber der sieht wirklich super mini aus. Also eher so eine 56. Und dann passend dazu noch so eine Hose hier, auch mit so Rüschen am Popo. Dann noch eine Hose von Zara in 56. Und die hat so Sterne drauf. Genau, und die finde ich auch richtig süß. So gestrickte Sachen, wie gesagt, liebe ich total. Dann habe ich noch von. Ich stehe total auf Steif gerade, ne? Noch so eine süße Mütze von Steif. Zum Schleifchen und so ein Bändchen hier. Und dann, was wir unbedingt noch brauchten, ich weiß gar nicht, wo unsere ganzen Strumpfhosen von meiner ersten Tochter hin sind, aber wir brauchten auf jeden Fall noch Strumpfhosen. In den kleinen Größen, da habe ich einmal hier so einen Zweierpack auch bei Vinted ergattert. Genau, einmal so rosa, einmal weiß, 50, 56. Brauchten wir auf jeden Fall noch. Dann habe ich noch ein richtig süßes Paket. Und zwar einmal mit einem selbstgenähten Body, auch von Vinted. Richtig süß. Der ist auch schon ein bisschen größer, 62, 68. Zum süßen Elefanten. Und nochmal zwei Steifstrampler, auch schon in 68. Also schon ein bisschen größer. Richtig süß. Also ich stehe total auf diese Steifsachen im Moment. Und da kann man bei Vinted wirklich super Schnäppchen machen. Also das ist echt Wahnsinn. Weil neu sind die ja so teuer. Und ganz ehrlich, ich bin da auch echt ein bisschen zu geizig, weil das tragen die so kurz, die Sachen. Und ja. Dann habe ich mich hier noch für einen zweiten entschieden. Den gab es von der gleichen Vinted-Mama. Einmal auch in rosa, auch in 68, also schon ein bisschen größer. Richtig süß. Und dann habe ich noch ein paar schlichte Sachen gekauft. Einmal so ein Strick-Overall. Die finde ich auch so süß. Der ist auch schon ein bisschen größer. Was steht drin? 62. Das ist Bio-Baumwolle. Und dann habe ich ein Paket von Vinted aus Frankreich bestellt. Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist. Und da war diese süße Jacke hier drin. So eine ganz, ganz kleine Mini-Jacke. Also wirklich so für den Anfang. Ich glaube, die nehmen wir auch mit ins Krankenhaus, weil das ist so im August, glaube ich, das Perfekte. Darunter ein Langarmbody, dann noch eine Hose. Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst bei den Kleinen. Genau, die sieht so aus. Auch so ein kleines Muster drinne. Und das ist von Kiabi. Soll wohl eine Art H&M in Frankreich sein. Genau. Auf jeden Fall mega, mega süß und ganz, ganz klein. Und dabei waren dann auch noch zwei Bodies. Einmal so ein Senfgelber, weiß gestreift. Ich liebe ja Senfgelb. Und einmal einen schwarz-weißen mit Punkten. Auch in ganz, ganz klein, auch von dieser Kiabi, genau, Marke, was auch immer. Ich kenne den Laden leider nicht, aber bin von den Sachen auf jeden Fall sehr begeistert. So, dann kommen wir wieder zu einem etwas größeren Set. Und zwar ein Teil, was ich euch leider nicht so ganz komplett zeigen kann. Und zwar ist es ein Kissen in der Form ihres ersten Buchstabens. Und ja, passend dazu habe ich eine Decke gekauft. Einmal zeige ich euch erstmal die Decke, damit ihr das Muster seht. Und zwar ist die von außen so richtig kuschelig weich. So ein ganz, ganz weicher Plüschstoff. Und innen hat sie diesen wunderschönen Rosenstoff. Finde ich mega schön. Und genauso soll ja das Kinderzimmer werden. Also weiß und so ein ganz helles, zartes Rosa. Und ich finde, da passt das perfekt hier mit den Rosen. Das ist halt eben so eine schöne Kuscheldecke für die kleine Maus. Verlinke ich euch auch mal in der Infobox den Shop.
Und dann, wie gesagt, einmal den Buchstaben hier. Seht ihr dann auch einmal genau das gleiche Muster und hier mit diesem Rand und eben in Weiß. Genau, den zeige ich euch dann auch nochmal, wenn ihr den Namen wisst. So, jetzt machen wir ganz schnell weiter mit noch ein paar Kleidungsstückchen. Die habe ich hier noch liegen. Und zwar habe ich noch ein Paket bei Instagram bestellt. Da habe ich für Lia ein Sommerset bestellt und ich konnte nicht anders und musste auch noch etwas für das Baby bestellen. Und dementsprechend ganz einmal diesen süßen Strampler, den Shop verlinke ich euch auch in der Infobox. Und ich liebe, liebe, liebe diesen Waldtierstoff. Ne, der ist echt Wahnsinn. Der Strampler ist auch schon in 68. Passend dazu gab es noch eine Mütze. So eine Turbanmütze mit hier der Schleife und dazu Altrosa kombiniert. Und es ist so süß. Ein kleines, schon in 74, also für den nächsten Sommer. Ein kleines Oberteil, aber hier unten ist so ein Röckchen. Seht ihr das? Das ist so süß. Lia hat dasselbe, nur in einem anderen Stoff. Und ich finde das so goldig. Mega, mega süß. Verlinke ich euch, wie gesagt, auch in der Infobox. Ist ein ganz, ganz toller Instagram-Shop. So, und dann habe ich noch ein paar Sachen bei Vinted bestellt. Einmal ein Kleidchen in 62 von S. Oliver. Finde ich auch mega süß. Wird die Kleine ja dann im Herbst, Winter so tragen. Finde ich auch super goldig. Auch wieder so Strick. Dann musste ich auch unbedingt noch zwei Sachen von Noppies mitnehmen. Auch von Vinted. Einmal so ein Jäckchen hier. Das habe ich bei Lia gehabt in 56. Und ich fand das so süß an ihr. Und jetzt habe ich das bei Vinted auch noch ergattert in 62. Einfach so mit schwarzen Sternen drauf. Und dann noch ein Pullover in 68 mit so Herzchen drauf. Auch von Noppies. Also ich liebe die Sachen von Noppies, weil die Qualität ist einfach Bombe. Und ich mag das Design einfach. Das ist so schlicht, aber trotzdem besonders. Und da habe ich auch noch diesen Pullover auch noch von Noppies mit so einem Herzchen drauf. Und der ist in 62. Genau. So, und dann kommen wir zu ein paar Bodies, weil wie gesagt, wir hatten ja alles in Blau oder beziehungsweise Jungsfarben. Ich möchte da bitte keine Diskussion auslösen, aber ich musste einfach noch ein paar rosane Sachen dazu kaufen. Also meine erste Tochter hat ja in den kleinen Größen eigentlich nur Jungssachen getragen, weil ich einfach sehr, sehr früh geshoppt habe und dann natürlich nur neutral kaufen konnte. Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, das möchte ich nicht nochmal. Ich möchte, wenn ich schon ein Mädchen bekomme, möchte ich auch einfach rosa haben. Und das muss einfach jeder selber entscheiden. Natürlich, Farben sind für alle da. Aber ich wollte rosa und habe hier auch ein paar rosane Bodies gekauft. So, auch alles von Vinted, also alles gebraucht. Die Sachen tragen die ja nur dreimal oder so. Deswegen ist das Neukaufen total sinnlos, finde ich. Einmal in 50 rosa. Mit weißen Punkten. Ich glaube, die Punkte seht ihr gar nicht, die sind nämlich sehr, sehr fein. Aber auf jeden Fall einmal rosa. 50 brauchten wir sowieso noch ein paar Bodies, weil meine erste Tochter hat 50 super lang getragen. Ich glaube, 2 Monate. Und wir hatten einfach viel zu wenig, weil sie ein Spuckbaby war. So, dann noch einmal ein bisschen was Buntes. Tada, mit so bunten Punkten drauf. Und noch einmal in schlicht rosa. Also ganz einfach. Und einmal mit rosa Punkten in weiß. Und ein klein, genau, ein klein habe ich hier noch und hier sind auch noch zwei kleine. Ach so. Nee, genau, das waren jetzt 50er. Hier habe ich noch einen 50er. Der ist auch so rosa, also weiß mit so Herzchen und sowas drauf. Dann kommen wir jetzt schon zu 56. Ich hoffe, die Katze stört euch nicht. Die ist hier gerade die ganze Zeit am Miauen. Dann kommen wir zu 56. Da habe ich mich einmal hier für so einen weißen mit schwarzen Punkten entschieden. Auch richtig süß finde ich das. Dann einmal so ein hier mit so Rüschen drauf. Der ist so gerippt in so einem Aprikot. Finde ich auch richtig süß. Und dann, oh, ich liebe es. Ne, Leute, schaut euch das mal an. Wie süß. Auch in so rosa von H&M in 56. Oh Gott, das ist so niedlich, ey. Ich freue mich so. Dann einmal schwarz mit weißen Punkten. Fand ich auch richtig. Da habe ich auch noch eine Hose zu. Die habe ich jetzt gar nicht rausgesucht. Da gehört auf jeden Fall noch eine Hose dazu. Die ist auch so in dem gleichen Farbstil.
Und hier sehe ich ja gerade auch, hier habe ich auch noch gar nicht das Set rausgesucht. Und zwar auch ein Body mit so einem Schwan drauf. Und da gehört auch noch eine Hose und ein Haarband zu. Genau, ist auch von H&M, ist auch gerade aktuell. Also es gibt es gerade bei H&M. Ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall auch von Vinted. So, und dann habe ich noch ein Set Bodies. Wieder weiß mit rosa Punkten und passend dazu einfach ein rosa nennen. Ganz schlicht rosa, genau. Ja, und sonst haben wir nur noch ein paar Hosen und so eine kleine Jacke gekauft. Die hier, die war bei einem Vintage-Paket dabei und ich finde die total süß. Ich war mir erst gar nicht sicher, ob ich die überhaupt anziehe, aber ich finde die irgendwie mega süß. Also ja, ich weiß nicht. Auch in 56 von H&M ist die. Und dann haben wir noch, oh, wir brauchten unbedingt kleine Mützchen. Deswegen habe ich hier auch noch so eine kleine Mütze von H&M. Und noch ein paar kleine Strampelhöschen. Das meiste, was ich so an Hosen habe, ist ja selbst genäht. Und deswegen sind diese einfarbigen Bodies auch total super. Aber ich wollte hier von diesen Strampelhöschen von H&M noch ein paar haben. Und da habe ich ja auch ganz viele in Grau und sowas. Aber ich wollte halt, wie gesagt, noch ein bisschen rosa. Und deswegen habe ich hier einmal eine in 50 in rosa. Und dann noch so ein Set in 56. Einmal hier wieder mit diesen weißen Punkten. Mit den rosa Punkten. Und einmal gestreift. Seht ihr das? Genau, einmal so rosa-weiß gestreift. Genau, das sind so 56er. Und dann habe ich noch ein paar von denen. Ich glaube, zwei, drei Stück in 62. Die habe ich jetzt aber gerade nicht gefunden. Aber genau, das war auf jeden Fall das, was wir bis jetzt so geshoppt haben, gekauft haben. Ja, was so angekommen ist. Und es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Teil geben, weil ich habe noch super viele schöne Sachen liegen. Wie gesagt, aber alle mit Namen drauf. Und die zeige ich euch dann alles im nächsten Haul. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Haul gefallen. Wie gesagt, ich verlinke euch meinen Vinted-Account und alles, was ich hier liegen habe, was irgendwie einen Instagram-Shop oder sowas hat, verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann könnt ihr da vorbeischauen. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder damit dabei seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!